Liebe Freunde der paradoxen Strategie, ja, es ist wunderbarer Frieden, zumindest in dem Teil des Reiches, den ich kontrolliere. Ja, und wir haben auch im Moment keine besonderen Kriegsgründe, zumindest nicht gegen Staaten, wo es für uns lohnenswert wäre, also vor allem die Kleinstaaten, die wir noch zum reformierten Glauben überreden können. Um das vielleicht zu verändern, werde ich mal eine Warnung aussprechen, nämlich in Richtung Hessen. Hessen, die sind wirklich ziemlich expansiv in letzter Zeit und das muss ja nicht sein, deswegen warnen wir sie mal. Ansonsten habe ich hier in eurer Abwesenheit mal die ganzen neu gebauten Schiffe hier ein bisschen geordnet und an bestimmte Zielpunkte geschickt. Also ich habe alle alten Schiffe, ich weiß gar nicht, schwere Galeonen oder keine Ahnung was es war, die habe ich also versenkt und die gleiche Anzahl ersetzt durch Dreidecker, die jetzt an Ort und Stelle schwimmen. Schön wäre es im Übrigen, wenn man irgendwie die alten Schiffe noch an technologisch rückständige Länder verkaufen könnte. Das wäre irgendwie ganz nett, noch als Feature. Aber gut, so ist es nicht. Egal. So, ansonsten ist mir aufgefallen, dass ich, trotzdem ich jetzt nur ausgetauscht habe und versenkt habe, hier immer noch deutlich mehr Schiffe besitze, als ich eigentlich unterstützen kann. Das ist insofern eine teure Angelegenheit. Deswegen werde ich jetzt mal als nächstes hier im Flottenbereich was bauen. Und zwar erstmal Docks hier in den Provinzen, wo noch keine sind. Weil Level 2 und Level 3 dieser Schiffsgebäude bringen nämlich eine Erhöhung dieses Limits, was ja in meinem Interesse ist. Und ansonsten will ich auch mal meine Beziehung zu Spanien verbessern. 98 sind es immerhin, aber ja, wenn sie mich wieder angreifen, sollen sie doch da erhebliche Stabilitätseinbußen ruhig haben. Das ist ganz hilfreich für mich. Und ansonsten bin ich ja noch immer dabei, hier meine Beziehung zu verbessern. Ach nee, da haben wir schon 200 hier. Geschenk senden. Ach nee, da haben wir auch schon 169. Ist ja so super. Das habe ich ganz vergessen. Hier sind wir voll drüber. Aachen, Luxemburg. Insofern ist dann Münster dran. Und hier wollen wir also auch über die 150 kommen. 136 sind es jetzt. Und dann natürlich Thüringen, unser neuer Vasall. Wie sieht es erstmal aus? Mit einer Staatsehe, die ist sehr wahrscheinlich. Prima. Regierungskorruption. Wenn die falschen Männer in ihr Kabinett aufgenommen werden, kann dies für das Land schlechte Neuigkeiten bedeuten. So, entweder haben wir bis September minus 2,5% Steuermodifikation oder die Inflation steigt. Nein, dann müssen wir leider mit geringeren Steuereinnahmen auskommen, aber ich denke, wir werden das locker überstehen. Ach ja, dieses nervige Rebellenthema haben wir ja auch noch am Hacken. Das habe ich ja schon total verdrängt. Naja, egal. Wir kriegen das bestimmt gebacken. So, jetzt kommt's zum Kampf. Und wieder haben wir minus 5 Geländemalus. Und wieder haben wir Regierungskorruption. Und wieder machen wir das dann mal. Oh, und wieder habe ich hier nicht relevant gewonnen. Also das ist ja wirklich lästig. Na gut, bald kommen hier 2000 Mann mehr. Ob das nun allerdings der Reißer ist, machen wir noch mal eine Kavallerie hinterher und noch mal eine Kavallerie. Vielleicht bringt das jetzt was. Okay.
So, Käfer wird belagert, ganz klar. Die Schiffchen hier sind auch da. Die werde ich jetzt mal hier zusammenstellen. Und hier genauso. Haben wir wieder eine volle Flotte mit tollen Schiffen. Piraten? Wie kommt das? Da haben wir uns hier nicht richtig positioniert. Das ist schlecht. Okay, dann müssen wir doch in diesen Hafen wieder fahren. Genau, dann haben wir das mit abgedeckt. Ach nee, aber vorher sollten wir die Piraten bekämpfen. Ganz vergessen. Das wäre vielleicht auch noch wichtig. Und hier sind schon die nächsten aufgetaucht. Ja. Verachtete Flottentraditionen. In letzter Zeit hat unser Hauptaugenmerk auf der Armee gelegen. Vielleicht sollten wir die Möglichkeit einer starken Marine mehr Gedanken schenken und mehr Zeit in die Flottenforschung stecken. Entweder wir verlieren 5% Flottentradition oder wir verlieren 20 und erhalten 10 Armee. Wie sieht es denn hier aus? Tja. Ich meinte 10 Armee. Ach nee. 20 Flottentradition zu verlieren ist auch heftig. Nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu viel des Guten. So, jetzt kämpfen wir erstmal hier gegen Piraten. Das bringt ja auch ein bisschen Flottentradition. Oh ja, und zwar 0,4. Und jetzt kämpfen wir da auch nochmal gegen Piraten. Und es dauert ewig. Und wir haben 0,2 dazu gewonnen. Und jetzt laufen wir hier genau in diesen Hafen ein. Prima. So, der nächste General ist tot. Jetzt von der dritten Armee. Auch da muss ich für Ersatz sorgen. Es werden keine gloriosen Anführer mehr. Nee, leider nicht. Aber so ist das in der Friedenszeit. So, Marine 46 und Moskau ist Verteidiger des Glaubens. Und wir haben den 1. Januar 1743. Auch hübsch. So, jetzt ist Hessen hier schon. Oh, hat hier auch schon Teile von Thüringen erobert. Hessen wird mir eindeutig zu stark. Muss ich mal klar so sagen. Aber wir haben erstmal wieder Diplomaten. Und da schicken wir einen nach Münster, um. Oh ne, bevor wir es vergessen, auch mal hier ein Bündnis zu besiegeln. Ist ja auch mal ganz wichtig. So, Thüringen haben wir die Ehe. Und jetzt kommt auch noch das entsprechende Geschenk hinterher. Und was ist noch interessant für uns? Was die Beziehung betrifft, wäre es das. Aber ich denke, wir haben in letzter Zeit ja Bündnisse, die können wir, haben wir ein bisschen vernachlässigt. Wir haben ja alle unsere Vasallen, die müssen ja alle noch Bündnispartner werden. Lauenburg haben wir auch, glaube ich, Bündnis. Genau. Und Aachen könnte auch mein Bündnispartner werden. Jawohl. Das ist aber unmöglich. Na gut. Wer nicht will, der hat schon. Okay, Lauenburg hat angenommen, Lüneburg hat angenommen, Münster hat angenommen. Prima. Und wir haben einen Allianzkriegsgrund gegen Irland, Hessen und Mailand. Und jetzt wird es interessant, weil Hessen dabei ist. Und das kommt wahrscheinlich aufgrund einer neuen Allianz, die wir gerade geschlossen haben. Ja klar, im Krieg mit Thüringen und Münster. Wir könnten jetzt einsteigen. Jetzt gucken wir mal. Krieg erklären, Allianz. Ja, sie sind alliiert mit Ungarn, Irland und Mailand. Das wäre insofern noch kein Problem, aber Österreich ist jetzt doch ein bisschen unangenehm. Ihr seht das hier, 39.000 stehen schon mal hier.
Ja, das ist mir noch zu früh. Ich habe 2600 Manpower. Ich habe zwar große Armeen, aber das ist mir doch ein bisschen zu fett. Das Ganze muss ich einfach mal so sagen. Insofern werde ich dort nicht einsteigen, wenn ich es nicht unbedingt muss. Aufgrund der Tatsache, dass Österreich Verteidiger des Glaubens ist. Also gegen Ungarn würde ich es locker aufnehmen wollen, aber das ist mir zu viel des Guten. So, hier will ich nochmal die Flotten verbinden, dass wir auch wieder hier eine klare Linie haben. Die kommen mit dahin, genau. Was haben wir hier noch? Ach so, hier haben wir auch noch Flotten. Genau, die Transportflotten. Sehr schön. Oh, Käfer haben wir ganz vergessen. Ach du Schreck. Die sind ja gleich erobert. Och Gottchen. Das kommt davon. Ja, das hilft nichts. Mal gucken, ob wir es. Oh nee. Oh Gott. Das ist ja nun auch wirklich natürlich. Jetzt muss ich auch noch diese Provinz zurückerobern. Oh, wie lästig ist das denn? Jetzt kriegen wir wahrscheinlich auch noch einen Satz oder was ist das? Ja, wir haben schon wieder gewonnen, aber. Also das ist ja echt. Sowas von nervig. Aber jetzt belagern die gleich die nächste Festung. Ich krieg ja langsam, kriege ich hier einen Hals. Na gut, warten wir erstmal hier die ab. Jetzt haben wir hier doch zumindest mal 12.000 Mann. Damit muss man doch irgendwas reißen können. Wäre doch gelacht. So, jetzt aber 13.000 Mann gegen 7.000 mit dem General, der gar nicht so blöd ist. Na, endlich. Wir haben es geschafft. Das ist ja unglaublich. So, jetzt können wir noch die Provinz zurückerobern. Und dann wäre es das. Unfassbar, das Ganze. So, wir bauen aber weiter hier Marinegebäude. Und zwar Trockendocks. Das bringt nämlich schon. Jeweils plus 1 Force Limit. Hallo, warum springt er hier so blöde weg? So, jetzt aber. Ich habe doch noch einen Magistrat, verstehe ich gerade nicht. Ach, ich habe kein Geld mehr. Ach du Schreck, ich habe kein Geld mehr. Uiuiuiui. Defizite. Na, das ist ja ein Ding. Da muss ich doch wohl mal glatt hier ein bisschen in die Inflation gehen. Unfassbar. Echt nicht drauf geachtet. So, ein bedeutender Mann ist gestorben, nämlich unser Botschafter. Das ist ein extrem wichtiger Typ. Und da muss ich wieder, und ich merke es mir jedes Mal nicht, wo dieser, da ist er, der Botschafter. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass ich hier wieder einen Sechser bekomme. Jawohl, sehr schön. Also. So, können wir uns leisten? Ja, wir haben ja ein bisschen was eingenommen. Gut. Was ist hier? Bauernkrieg in Tachibana. Na gut. Das ist weit weg. Sehr weit weg sogar. Hat sich hier eigentlich was geändert? Allianz? Nee. Immer noch Österreich dabei. Und immer noch habe ich keine relevante Manpower. Jetzt ist er gerade dabei, meine zweite Armee hochzupushen. Ja, das dauert, ehe meine Armeen gefüllt sind. Mindestens noch ein halbes bis ein Jahr. Aber das sollten sie schon sein. Bevor ich hier weiter militärisch vorgehe. Und wieder ist ein General tot, diesmal von dieser eher unwichtigen Garnison hier unten. Insofern beschäftigen wir uns damit nicht weiter.
So, wir haben wieder fünf Diplomaten. Jawohl, jawohl, jawohl. Was können wir mit denen noch anfangen? Und zwar Thüringen. Thüringen 169, Familienbande, Bündnis anbieten. Das ist noch das nächste, was wir mit Thüringen anfangen können. Münster sind wir auch noch nicht über die 150. Im Bistum dort senden wir nochmal ein Geschenk. Und ansonsten, ja, Kastilien will ich nochmal über die 150 kriegen. Auch hier nochmal ein Geschenk in die Richtung. Und ansonsten sieht das schon ganz gut aus. So, perfekt. Wir sind mit Thüringen in einem Bündnis. Haben auch wieder fünf Magistrate. Die Frage ist, ob das Geld reicht. Wie teuer ist denn dieses Dock eigentlich? 77. Da müssen wir noch einiges uns leisten können. Die kosten nur 50. So. Gut, Käfer ist wieder eingenommen und damit haben wir diese Sache auch endlich bereinigt. Das hat ja wirklich ewig gedauert. Dieser Aufstand. Unglaublich. So, wie sieht's aus? Vierte Armee ist jetzt noch dran. 12.000 Mann. Dann haben wir die auch voll aufgestockt. Was ist hier los? Wir haben die Kontrolle. Führung im Krieg gegen Hessen-Irland. Mailand. Okay. Und sofort wird unsere ruhmreiche Flotte angegriffen in Helgoland. Okay. So, was ist denn los? Thüringen, Holstein, Preußen, Elsass, Ansbach, Baden. Alles auf meiner Seite, ganz klar. Hamburg, Sachsen-Lauenburg, Lothringen. Lüneburg, Mecklenburg-Vorpommern, Trier, Friesland, Astrachan, Pleßgau, Polotsk, Swasiland. Lustig, wenn man so viele Freunde hat. Gegen wen kämpfe ich jetzt tatsächlich? Gegen Hessen und so weiter. Die Frage ist, war das jetzt ein Angriffskrieg? Wird gleich Österreich einsteigen? Oder was ist hier los? Was ist hier los? So, Unterhalt muss erstmal hoch. Wir haben es jetzt zumindest bei Irland mit einem Land mit einer Flotte zu tun, aber wahrscheinlich mit einer super geringen Flotte. Und Mailand wird. Wieso überhaupt Mailand? Die sind doch reformiert und eigentlich meine Freunde. Naja. Also ich glaube, Flottenunterhalt muss doch nicht hoch, weil das einzige Land, was jetzt eine Flotte hat, ist Irland. Und das können wir geflissentlich ignorieren, die werden gleich sowas von kalt machen. Und jetzt geht's also gegen Hessen. Ja, gegen Hessen. Und die Frage ist jetzt, ja, wir lassen unsere Armeen erstmal doch so groß. Wo sind denn die hessischen Armeen? Münster, da ist eine erste hessische Armee. Da gehen wir doch direkt mal gegen vor. Hier marschieren wir in Westfalen ein und mit denen dann. Ja, ich würde mal sagen, wo ist die nächstgrößere hessische Armee? Das ist eigentlich egal. Dann in die Hauptstadt oder hier. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, wer hätte es gedacht, da ist ja mal wieder Krieg im Gange. Die Frage ist jetzt nur, okay, die irische Flotte ist natürlich erledigt. Die Frage ist jetzt nur, ob tatsächlich jetzt noch andere dann einsteigen. Das ist ja immer das große, spannende Rätselraten. Jetzt gibt es ein Friedensangebot von Hessen. Nö, ein bisschen wollen wir jetzt doch schon rausschlagen. Was ist denn da eigentlich zu holen? Tribut fordern. Hessen ist ja immer noch. Ach ja, die sind ja immer noch katholisch. Ja, perfekt. Also auf jeden Fall Religion erzwingen.
Das muss auf jeden Fall drin sein und dann können wir noch ein paar, theoretisch ein paar entlassen. Naja, mal gucken. Wollen wir mal nicht zu übermütig werden, aber auf jeden Fall wollen wir sie reformieren, ganz klar. Ja, okay, liebe Leute, da haben wir doch mal wieder ein Kriegsziel, ein Land mehr, das dann am Ende für uns stimmen wird. Haben wir was zu tun? Spannend wird es sein, ob andere noch einsteigen in diesem Krieg. Wir können ja mal spaßenshalber gucken. Sie sind mit Schottland und Hessen verbündet. Ja, mit Schottland. Schottland wiederum ist mit Brabant verbündet. Insofern kann diese ganze Geschichte doch noch weitergehen. Und die sind wiederum mit Kleve und Portugal verbündet. Und so geht das dann immer weiter. Und Mailand, wie sieht es mit Mailand aus? Sie sind nur mit Hessen verbündet. Na gut. Und Hessen ist mit Ungarn verbündet. Ja, auch Ungarn könnte noch einsteigen. Also auch dieser Krieg kann sich durchaus in einen Flächenbrand verwandeln. Man weiß es nicht. Es bleibt also spannend. Bleibt dran, liebe Leute. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Steinwallen.